Hallo meine Freunde, hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch. Ja, heute mal mit FIFA 13. Und das erstmal vorab. Ich bin kein FIFA-Spieler oder überhaupt ein Fußballspieler. Ich habe sowas eigentlich noch nie so gemacht. Aber ich dachte mir, ich werde mal die Demo runterladen und ausprobieren, wie das Spiel so ist, ob es mir zusagt. Das werde ich jetzt hier mal versuchen in der Demo zu erläutern. Und ja, fangen wir mal an. Hier sieht man gleich Anschluss. Hier könnte ich quasi das Spiel anfangen. Ultimate Team gab es, glaube ich, schon im Vorgänger. Da kann man die besten Leute zusammenkaufen und Erfahrungen sammeln und etc. Hier eine ganze Saison durchspielen. Karrieremodus online. Das geht natürlich nicht. Hätte mich schon interessiert, mal online gegen meinen Kumpel zu spielen. Kicks, damit grüße ich dich. Dann ja, gibt es hier Trainingsmodus, Turniere, Gruppe A, Torwart etc. Ja, und hier wird man gleich aufgefordert, das Spiel zu kaufen. Helligkeit, ja, Kalibrierung und ja, hier geht man wieder raus. Gut, dann fangen wir mal an. Anstoß, ja, fangen wir mal an. Bla bla bla, interessiert uns nicht. Und ja, wir nehmen das. Nehmen wir mal, was gibt es denn bei Juventus? Ja, was ist das hier? Mailand. Das ist Manchester und Arsenal und ja, wieder Dortmund. Gut, alles klar. Nehmen wir mal Dortmund. Wir sind ja hier in Deutschland. Und spielen wir mal Mailand nicht. Manchester auch nicht. Arsenal. Juventus. Juventus ist. Ja, gut. Nehmen wir mal ein gutes Team, ne? Dann hier die Trikots. Ja, ist bestimmt für alle, die FIFA kennen, eigentlich schon klar. Nehmen wir das. Und fangen wir mal an. Was ist das für ein Schnee hier? Ach, hier muss ich wahrscheinlich noch irgendwas üben, ne? Ja, kein Bock auf üben. Wir wollen loslegen, Mann. Ja, das ist das erste Mal, dass ich hier loslege. Also richtig, wie ich hier steuern soll, keine Ahnung. Ja, wie schon gesagt, am 27.09. kommt FIFA 13 raus. Und Erneuerung, was gibt's da? Die Grafik haben sie ein bisschen ein bisschen besser gemacht. Die KI ist vom Spiel deutlich besser gegenüber vom Vorgänger, so hat es EA gesagt. Ne? EA Kanada hat das ja produziert, das Spiel. Dann gibt es einen neuen Modus hier oder Spiel, was man da machen kann. First Touch nennt sich das, und zwar da geht es um die Ballannahme, dass es realistischer aussehen kann oder soll. Und ja, da springen auch mal die Bälle so ein bisschen vom Fuß runter und ja... Die Animation von den Spielern ist ja auch schon aus FIFA 13 übernommen worden, noch ein bisschen verfeinert. Das System haben sie auch im Battlefield 3 reingemacht. Und ja, wenn man schon die Gesichter sieht, sieht sehr realistisch aus. Plus, ich habe jetzt gerade gesehen, der Rasen, das sieht ja schlecht aus. Also, keine Ahnung, Kunstrasen in Dortmund. Ja, lassen wir mal Hopsing hier mal die Münze werfen oder uns die Münze geben. Ja, Checkhands, wir sind alle gute Spieler und ja. Gut, fangen wir mal an hier. Also, Juventus, zieht euch warm an oder ich. Ey, gebt mir mal den Ball. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll hier. Ah, gut, alles klar. So, wie passe ich? Das war ein flacher Pass. Das ist auch ein flacher Pass. Rennen ist hier. Und ja, ich habe mich verrannt. Gut. Das soll auch verbessert worden sein, dass es nicht mehr ganz so lange geht, diese Einwurfszenen. Und was haben sie noch hier? Ja. Ach scheiße, das habe ich geschossen. Na, falscher Knopf. In der Ausgabe, in der Demo, ist noch ein englischer Kommentator, aber dafür habt ihr mich ja, dass ich das hier in Deutsch mache. In der deutschen Sprache. So, was mache ich jetzt? Komm her, Johnny Walker, lauf, Forrest. Mann, also das ist natürlich richtig schlecht von mir. Macht nix. Ballern wir das Ding mal. Ja. Oh. Wieder ein falscher Knopf. Meine Güte. Also bis jetzt Sportspiele habe ich gar nicht so gespielt. Und das Einzige, was ich so gespielt habe, war... Nein, nein! Oh, habt ihr das gesehen? Ich habe den gerettet.
Mein Gott. Nee, NBA 2K12 und 11 habe ich gespielt. Fand ich richtig gut. Muss ich ehrlich gestehen. Das waren die einzigsten Sportspiele, die ich so gespielt habe. Und ja. Ach, mein Gott, nee. Das ist ja gleich Spiel vorbei. Und immer noch steht es 0-0. Oh, mein Gott. Ja, das ist natürlich nicht so optimal. Aber es ist ja nur, um den ersten Einblick zu gewinnen, was die Demo überhaupt hergibt. Ich glaube, es macht schon Spaß, einen Online-Modus. Von meinem Kumpel Keks habe ich immer gehört, gerade im Online-Modus, wenn die Leute so am Losen sind, dann brechen sie immer das Spiel ab und ja, haben dann immer keine richtige Lust, gegen so einen Profi zu spielen. Ja. Und von anderen habe ich gehört, gerade in Bezug auf die Server-Stabilität gab es Probleme, dass das ab und zu mal ja, der Server abgekackt hat. Wie das hier sein wird. Ja, es wird zum Anfang immer noch Probleme geben, aber ach, warum mache ich immer den falschen Schuss? Ja, also, das ist so, wenn man es nicht kann, ne? Die Zuschauer sehen für mich jetzt, ja, sieht lustig aus. Es ist natürlich schwierig, so viele Leute zu, ja, ins Spiel rein zu integrieren, ne? Flüssiger soll es auch laufen. Mann, schon wieder im falschen Club, ey. Was ist denn los mit mir? Hey, und Jungs, habt ihr das gesehen? Ja, Lewandowski, der Bruder von Szymanski oder Boguszynski. Ja, der hat das Tor für Dortmund geschossen. Unser Exil-Deutscher. Schönes Ding, ne? Ja, reingezimmert. Mein Gott, fürs erste Spiel. Gut, ich muss zugestehen, ich habe auf leicht gemacht. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich gar keine Chance. Und passiert zu Reus, sehr neuer Spieler. Mein Gott, was macht der? Durft der Torwart das? Also vom Fußball habe ich ja nicht so viel Ahnung, ja. Also. Damit haben wir die Halbzeit und ich führe 1-0. Ja? Also in der 45. Minute von Lewandowski. Ne? Halbzeit. In Dortmund, ja, die Flagge sieht natürlich auch nicht so schön aus, aber guckt euch das Ding mal an. Naja, nee, das war das Teil, was ich gerettet habe. Und hier der Fehl. Oh, Keks ist online und Daddle Battlefield. Und hier habe ich das Ding reingezimmert. Schönes Ding. Ja, Amon Kill ist gerade draußen. Ist ganz nett, aber ja, ob das Langzeitmotivation bringt jetzt dieser Vorherrschaft oder Panzermodus wird sich zeigen. Ja, also ab und zu kann man das spielen. Ich freue mich ja auf Aftermatch. So ein bisschen Häuserkampf. Ja, lassen wir das mal mit der ganzen Wiederholung. Gehen wir ins zweite Viertel oder in die Halbzeit. Spielen wir mal hier zu den Johnny Walker und ja. Hey, der hat den immer noch gerettet. Was geht da ab? Wollen wir den mal faulen? Weiß gar nicht, wie faulen geht. Ah, so. Hab's natürlich nicht hingekriegt. Aber so, ne? Damit habe ich eine gelbe Karte produziert. Gut, hier. Ja, hast du gut gemacht. Ein bisschen Blut muss sein. Also so von den ersten Bildern her. Oh, das war aber knapp. Sieht es ganz nett aus, muss ich sagen. Ja, Anstoß und. Ja, und es geht los und. Ach nein, schon wieder ein falscher Knopf, Mann. Ah, also damit muss ich wirklich noch. Ja, vielleicht noch ein bisschen üben. Ich drücke immer die B-Taste hier auf meinen Controller. Warum, weiß ich selber nicht, ja. Oh, wollen wir mal. Spielen wir mal hier zur Seite. Und gehen mal wieder zurück. Oh! Ja, da wollte ich hier so ein bisschen tricksen, aber ich habe mich selbst ausgetrickst. Ja, komm her, Johnny.
Ja, habt ihr das gesehen? So holt man sich den Ball wieder. Aber es läuft ziemlich flüssig. Oh, ich durfte nicht ins Abseits. Oh. Oh nein. Ja, die Animation, also Bewegung von den Spielern, muss ich ehrlich sagen, sieht sehr hübsch aus. Oh, naja, das ist gut. Das war zu viel des Guten. Das Spiel endet jetzt gleich und ja, wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, könnt ihr es gerne mir sagen, wenn ich hier bei irgendwelchen Sachen falsch gelegen habe. Also ihr wisst ja, ich bin kein Fußballgott. Bin zwar so Gott, aber halt kein Fußballgott, ne? Nee. So, jetzt werden wir mal hier. Komm her. Mann, 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 Alter. Also Verteidigung ist ja gar nicht mein Ding, gell. Ich weiß gar nicht, was ich hier zuerst machen soll. Hier, der hat schon eine gelbe Karte, das wird so angezeigt. Und nein! Ja. Gut. War nicht so schwer. Los. Die letzten paar Minuten, also ich will das Ding locker nach Hause fahren. Überspringen wir mal den ganzen Schrot hier. Wieder Auswechslung. Auswechseln brauche ich nicht. Das ist ein flacher Ball. Und ja, was mache ich? Ich gebe dem Ball natürlich den Gegner. Und in eine Gra ah! Weg mit dem Ding! Weg! Ach, und hier habe ich den Ball. Und weg! Noch 10 Minuten. Also keine 10 Minuten im Spiel. Ja. Komm her, komm her, komm her. Ja, und so habe ich ihn gerettet. Zwar draußen der Ball, aber es macht nichts. Hört auf mit der Aufwechslung, ey. Ihr habt da eh keine Chance, Mann. Gegen Maximus hat man keine Chance. So, jetzt werden wir mal einen richtig schönen Konter machen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir hier keinen Upside machen. Oh. Oh Mann, was mache ich denn? Was ist denn jetzt los, ey? Ach ja, das, was ich gezeigt habe, ne? Abseits sollte nicht sein. Gut. Das wäre fast eine richtig gute Chance gewesen, ja? Bis jetzt führe ich noch 1-0 und ja, das Spiel ist gleich zu Ende. Ich hoffe doch. Was passiert, wenn ich den richtig faule und rausfliege? Ja, egal. Aber ihr seht schon, es sieht super aus. Ich habe den Ball ausgeschossen, also, ne? Ist zu erkennen. Und ja, damit ist das Spiel zu Ende. Ich habe gegen Juventus 1-0 gewonnen durch Lewandowski. Ich denke, für alle ist der Spieler bekannt. Und ja. Könnt ihr euch die letzten Bilder hier noch genießen? Und damit möchte ich mich auch verabschieden. Und wir hören uns, ne? Der Maximus sagt Tschüssi.